Es sind viele bekannte Gesichter, die sich beim ersten Grazer Händlertag im Kongress die Ehre geben. Darunter einige, die, wie etwa Frankovic-Geschäftsführer Stefan Heißenberger, als Mitglieder des sogenannten Steuerungskreises für das neue Projekt Graz gemeinsam handeln, bereits seit über einem Jahr im Einsatz sind und zusammen schon mehr als 2000 Arbeitsstunden investiert haben. Klares Ziel? Ein neues Wir-Gefühl der Innenstadtunternehmen und die schrittweise Entwicklung einer neuen gemeinsamen Marke, die die City und ihre Geschäfte bei den Kunden künftig noch stärker emotional verankern soll. Entsprechend emotional dann auch die Eröffnungsansprachen der Ehrengäste, die allesamt an das Gemeinschaftsgefühl der Unternehmer appellieren. Wir müssen professionell werden und diese Altstadt auch von Handels-, Gastronomie-, Gewerbeseite so professionell vermarkten und beleben, wie das auch Einkaufszentren tun. Die Chance dazu gibt's. Die Stadt wird mitfördern und mit dabei sein. Aber diese ganze Hardware hilft nichts, wenn wir die Software nicht bespielen. Die Software sind wir, Händlerinnen und Händler. Jetzt darf ich die Rolle kurz wechseln. Wir müssen auch ganz Besonderes anbieten, es gemeinsam vermarkten, dann kann das schon gelingen. Wir versuchen auch einen nennenswerten Beitrag zu leisten, und zwar nicht nur mit Know-how und nicht nur mit Unterstützung und Hilfe, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Das Erhalten von lebendigen Zentren ist ein wesentliches Anliegen der Wirtschaft, zentrales Anliegen. Wir verdoppeln alle Beiträge, die von Ihrer Initiative selber kommen, verdoppeln wir, um hier eine möglichst große auch finanzielle Wirksamkeit zu erzielen. Es gibt schon auch Dinge, die man sich von den Einkaufszentren abschauen kann. Und das ist sicherlich die Gemeinsamkeit, die vorhin schon beschworen wurde, die in der Innenstadt sicherlich noch zulegen darf. Die immense Bedeutung von Gemeinschaftsgefühl, Emotionen und Authentizität betont dann auch Markenentwickler Christoph Engel in seiner Keynote-Speech. Das althergebrachte Marketing reiche im modernen Konkurrenzumfeld längst nicht mehr aus und müsse durch emotional aufgeladene Marken ersetzt werden. Für die Grazer Innenstadt bedeutet das: Wenn Sie Marke sein wollen, dann müssen Sie ein bisschen den Mut haben, sich abzugrenzen, sich eine klare Strategie zu geben und eine klare Orientierung. Und ich höre viel zu oft, dass Sie sich an anderen orientieren wollen. Notwendig sei aber die Konzentration auf das Einzigartige und Unverwechselbare, und das sei bezüglich der Grazer City im Unterschied zu Einkaufszentren oder Onlinehandel vor allem die reale Sinneserfahrung. Ihr Fingerabdruck, Ihr Gefühl, das Sie auslösen müssen in dieser Innenstadt, ist, dass alles, was Sie hier tun, ein Gefühl auslösen muss, dass es echt ist. Dass das, was Sie machen, echt ist, aber auch Ihre Motivation, Ihre Freude, Ihre Passion. Für City-Manager Heimo Meieritsch ist es genau diese Passion der schon bisher beteiligten Innenstadtunternehmern, die das Projekt überhaupt so weit gebracht haben, mit persönlichem wie finanziellem Einsatz. Mittlerweile sind nur aus dem Steuerungskreis 65.000 Euro zusammengekommen und 2.000 Arbeitsstunden sind in diesem Projekt jetzt aus den Mitgliedern vom Steuerungskreis eingeflossen. Eine Hightech-Komponente des Projekts ist die sogenannte Frequenzmessung. Mit rund 50 Bluetooth-Geräten und bisher 6 Zählern werden in einer Pilotphase schon jetzt Kundenströme in der City exakt gemessen. Ziel ist es, durch flächendeckende Datenanalyse den optimalen Mitteleinsatz in Bereichen wie Personal oder Marketing berechnen zu können. Humanic-Geschäftsführer Josef Bernd Oswald nennt einen konkreten Vergleich zweier Filialen. Wir haben für beide Filialen einen Umsatzplus im September von 5% erzielt. Würde jeder sagen, gut, beide Filialen gleich gut performen, guten Job gemacht. Wenn man jetzt allerdings die Frequenzdaten dazulegt und genauer hinschaut, dann haben wir bei der Filiale A die gleiche Frequenz wie im Vorjahr und bei der Filiale B eine Frequenzsteigerung von 10%. Und plötzlich, wenn Sie diese Daten gegenüberstellen, dann kriegen diese Erstinformationen eine ganz andere Relevanz. Als krönender Abschluss des Händlertages präsentiert Martin Auer dann gemeinsam mit Philipp Canapé von der Agentur En Garde das visuelle Ergebnis der bisherigen Markenentwicklungsarbeit. Grazer Innenstadt so richtig echt. Als Slogan rund um den Uhrturm. Dieses Logo repräsentiert das Gesicht der neuen Dachmarke.
eine Verdichtung aller mit der City verbundenen Wertbegriffe, wie der Agenturprofi erklärt. Also nimmt dieses so richtig echt rausgekommen. Das war eigentlich so dieses Ding. Wenn man das Ganze auf Englisch sagen möchte, dann weiß nicht, wer kann das machen. Genau, es klingt nämlich ganz eigenartig, es klingt nämlich so really real. Es klingt zwar bescheuert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite trifft es das ziemlich auf den Punkt und es hat dann Ton und Humor. Weil nämlich die Grazer Innenstadt nicht ein Ort ist der Langeweile, sondern die Grazer Innenstadt ist ein Ort der Freude. Und tragen Sie das bitte weiter, beteiligen Sie sich daran, weil mit jedem Teilnehmer wird es einfach kräftiger und wird es stärker werden. Es wird zu einem Bild werden, von dem sichtbar ist, dass wir alle, als die wir in der Innenstadt tätig sind, vom großen Kaufhaus bis zum kleinen Shop, hinter der Sache stehen und verstärken.